Yo, 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 servus! Mein Name ist Electric9 und ich darf euch willkommen heißen zum 5. Spieltag in der MPPL Season 6. Wir treten an gegen einen der Organisatoren des Saint TV, aka Marshall, aka Marcellus Wallace, und kleiner Geschichtsunterricht meinen Kanal betreffend. Also das letzte MPPL-Spiel gegen Marcel war mein allererstes Facecam-Video und das war auch das allererste Video, wo er in Erscheinung getreten ist, der Almighty High im Hawaii-Hemd. Let's go! Heute ist Fütterungszeit, Marcel ist im Haifischbecken und ja, wir wollen den Burschen zerlegen. Wir sind heute wieder am Start mit... Oh, ich muss das Deck Steam registrieren, das habe ich vergessen, glaube ich, oder habe ich es gemacht? Nope, habe ich nicht gemacht. Ich bin ein Moron. Sorry, Marcel. Musst du ein bisschen warten. Entfernen. Ja, wir spielen heute wieder Semi-Trick Room und haben Galoppa das erste Mal dabei. Das wird ziemlich lustig. Ich habe so ein bisschen so Sunny Day Trick Room Shenanigans am Start und Michi Häuptl, der gut abgehen kann. Lucario, sag ich. Riolo als... Ah, KP maximiert. Mann! Ich hasse diese Chenbots ab und zu. Ich habe extra... eine Life Orb HP genommen mit den DVs, aber das ist jetzt wohl redundant. Sollte aber hoffentlich nicht allzu krass meddern. Wir haben Schwächeschutz Menz dabei, er ist auch mit Fast Mode. Wir sind auch ein sehr speedy Mimigma. Und ja, wir haben Slow Mode mit den beiden und Fast Mode mit den beiden. Galoppa auch nochmal schnell, aber Galoppa ist ein Nischenpick, wobei der mit seinem Team gut Harakiri macht. Die macht sein Team, by the way, auch nochmal auf hier. Damit ich mir ein bisschen leichter tue. Wo ist das? Wo sind die Minotauren? Ja, Lando. Das Schöne ist, dass Mans und Galoppa und Mimigma alle schneller als Lando sind. Okay, können wir mal bestätigen. Ich wähle Kampfteam aus. Nee, dich nicht. Habe ich dich gespeichert jetzt? Doch, hier. Okay. HF habe ich den Guten schon geschrieben. Musik, keine Ahnung. Dyna Raid, King Yell. Marcel brüllt ja gerne mal rum sein Video, aber wir haben irgendwo Boss von Team Yell. Ja, das ist Marcel. Ja, sehr, sehr nice. So, wovor habe ich Angst? Regidrago. Er hat. Wie heißt der Hypo Barber dabei? Okay, das wird seine Anti-Trick Room-Taktik sein. Ja, Femicolor hatte ich Angst, deswegen ist Galoppa dabei tatsächlich. Swampert ist dabei. Da haben wir auch extra Öla Paloma mit und den Solar Blade auf Galoppa. Also darauf sind wir prepped. Wir haben auch extra Will-O-Wisp auf Mimikyu für Lando, Swampert und Kindorf Femicolor. Was hat er denn nicht mit? Schauen wir mal da. Er hat seinen Regidrago nicht mit. Sein MVP. Und by the way, er hat mich ja gebeten, dass ich mir den Bart kämme, damit er mich in meiner vollen Pracht ziehen kann. Das machen wir jetzt noch schnell. So, hoppala. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, Marcel. Und jetzt habe ich mein Mic kaputt gemacht. What? So. Scheiße! Was geht ab hier? Ich komme jetzt immer mit dem Kampf bei Mikrofon an. Das ist ein bisschen doof. So, muss ich hier ein bisschen umstellen, so. Okay, liegen wir direkt Mans? Liegen wir Fast Mode oder Slow Mode? Ich glaube, Fast Mode ist fein. Nehmen wir auch Galoppa mit, der sieht auch knackig aus in dem Matchup. Und Thorsten Fink oder Öla Paloma? Öla Paloma hat den Sash potenziell, wird aber sonst nicht viel machen. Michi Häuptl ist eher, glaube ich, der Man. Ja, nehme ich Michi Häuptl noch mit. Okay. Wir versuchen Speedy. Nee, so geht das nicht halt. Schade. So, die Punkte hätte ich auf jeden Fall sehr gerne. Wenn wir mit 8 aus 10 oder 8 von 10 Punkte erreichen können in den ersten 5 Spieltagen, wäre ich ein glücklicher Hai im Hawaii-Hemd. Und nur ein glücklicher Hai im Hawaii-Hemd frisst keine anderen Menschen. Hypomorba und Lando. So, ist die Frage, hat er... Competitive oder auswegslos auf Hypomorba. Gehen auf jeden Fall in Bedroher rein, das ist schon mal ziemlich nice. Und er ist... Achso, er bedroht mich auch, das ist in Ordnung, glaube ich. Schnüffler, okay, das sieht mein Schwächeschutz und das sieht mein Life Orb. Okay, das ist schon mal unfortunate. Dann würde ich sagen, die gehen wir...
Ich weiß halt echt nicht, was Baby Hypomorba da macht. Wir könnten auch Protect, wir könnten auch einfach in Snorlax reingehen. I guess. Und uns Brutalander aufsparen und mir Will-O-Wisp Lando? Sieht nach einem Play aus. Sind schneller, wenn er Scarf ist, könnte er mich flinchen potenziell mit Rock Slide, aber ich weiß nicht, ob er Rock Slide drücken will. Und wenn er sich Dynamaxed und den Rock Move in den Celements Slot drückt, weil er sich denkt, es interessiert ihn einfach nicht, er will böllern, dann kriegen wir vor dem Bullowist raus. Steinkante wäre so vielleicht das Worst Case und Hypomorba, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob der Hypomorba heißt. Hypnoromorba steht da im Dock, okay. Er Dynamaxed? Ja, er muss mit Lando Dynamaxen, oder? Das ist doch der einzige Play, den er haben kann. Sehen wir vielleicht seine Lumberry, wenn er die hat. Aber ich bin gespannt, was er hier vorhat. Rock Move in Snorlax wäre Best Case, glaube ich. Oder will einfach Mimikmas links brechen. Oder geht für Dino Wall, kann auch sein. Aber das wäre ein Wasted Turn. Willowis kommt durch und hat er die Lumberry? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sehr nice. Dynalyse, ja, okay, du bist jetzt aber halt useless eher. Der macht trotzdem guten Damage. Holy moly, ist das. War das ein Crit? Nope. Okay. Sehr wild, sehr wild. Life Orb. Ah, deswegen, okay. Psychokinese auf. Mimikma wahrscheinlich. Jo, kriegt hier den Disguise. Das ist aber in Ordnung. Und ich glaube, wir. Cursen mit Snorlax? Und greifen Hypomorba an. Lando macht nicht so viel, glaube ich. Könnte auch Protect mit dem. Aber ich glaube, ich protecte lieber in seiner letzten Runde. Vielleicht hat er den Fighting Move, dann wäre Protect sowieso der falsche Play. Und wir gehen für Dunkelklaue auf Lilo. Und ja, haben noch ein Mance, das wir potenziell Dynamaxen in the back. Schauen wir mal. Aber war kein schlechter Start für uns. War definitiv kein schlechter Start. Ich glaube, der Will-O-Wisp hat ihn off-guard erwischt. Seitentausch. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben, Marcel. Ich bin nicht Steve, den das jetzt hier hops nimmt. Ein bisschen Sandsturm Damage auf meine Monster, aber das ist alles in Ordnung. Wir kriegen Chip Damage auf Lando, damit kann ich halt auch leben. Komm, vielleicht critten wir. Nope. Lustiger gewesen, wenn das ein Crit gewesen wäre. Und hier kommt der Fluch. Jetzt können wir einmal protecten, glaube ich. Ich glaube, jetzt der Protect wäre richtig key. Oder wir gehen sogar auf Trick Room mit Mimikma, das wäre auch lustig. Aber unser restlicher Squad ist halt eigentlich. Ist Fast Mode, ne? Ich glaube, da wollen wir lieber den Damage haben. Ich könnte auch einfach angreifen mit beiden in den Hypomorba Slot, aber ich glaube, wir protecten. Wollen Relax bei einer guten Range haben und greifen hier wieder mit Dunkelklaue an. Selbst wenn er Ally switcht, bin ich damit d'accord. Und ja, wir wollen Celemence dann auf jeden Fall. Pumpen. Und das ist halt eine ganze Runde, in der er Dynamax Celemence nicht sehr effektiv angreifen kann, weil er halt Angst vor Schwächeschutz haben muss. So, ich bin da Protect. Im besten Fall hat er beide gefokust. Nope, oder? Doch, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, kein nennenswerter Schaden auf Galaxo. Hier gibt es ein Life-Op-Damage und gegen die Dunkelklaue. Sollte auch guten Damage machen. Jupp, sollte mit Sand. I don't know, ob es ein Two-Drop ist. Oh ja! Das lief so gut nach Plan. Holy moly. Das lief perfekt nach Plan. Jetzt kann er mich halt flinchen versuchen mit seinem Lando. Aber das ist okay, glaube ich. Das ist okay.
Als Salamence sollte dann das Game drehen können. Wir haben Galoppa auch noch für den Berg, oder? Was ist unser letzter Slot? Galoppa? Ja. Galoppa ist auch nochmal frech, falls er Swampert noch mit hat. Allgemein gegen sein Team ist Galoppa noch frech. Ich glaube, wir werden eher Galoppa Dynamaxen. Cursen wir nochmal? Curse, glaube ich, nicht der Play. Flando, der kann mich halt flinchen. Ich habe nicht Bock, dass der mich dauernd flincht. Ich glaube, wir doublen in den Lando-Slot rein. Und drücken trotzdem Dunkelklaue, weil ich will nicht Knuddler missen. Wir wissen, wie das ausgehen kann. Grüße an die Papaya. Und vielleicht drückt er hier Ally Switch, dann würde ich das halt nochmal punishen. Aber ich weiß nicht, ob was der minus 1 Burnt Lando behalten will. Aber für Flinch ist er halt noch gut. Aber er ist halt auch langsamer als Galoppa und langsamer als Salamence. Steinhagel, ja, versucht's. Young Heiji wehrt die Attacke ab. Und Galaxo kriegt davon nichts. Ich glaube, er macht uns mehr Life-Up-Damage als wir Rockslide-Damage kriegen. Die Chinese auch. Galaxo nur, okay. Bitte kein Flinch. Special Attack Drop ist ein bisschen frech. Er kriegt den Flinch, okay. Er kriegt den Flinch, okay. Ich glaube jetzt gehen wir in den Hippomorba-Slot mit Minigma und Protect einmal Relaxo. Ja. Ich sage, eine Ella Switch ist fein, aber potenziell wäre es für uns auch besser, wenn wir ihn das schlechtere Mon am Feld lassen. Er muss halt noch Angst vor der Dynamax haben. Und ich glaube, das wird Dynamax Galoppa in dem Match. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dem so wäre. Ich habe mir vergessen, Kaffee zu holen vor dem Kampf. Ein Ele, der keinen Kaffee trinkt in einem Video. Das ist ja schon fast die nächste Premiere hier. Wirklich, der Schutzschild, das ist fein. Und er hat nicht die Fighting Move auf Lando, das ist auch gut zu wissen. Steinhagel kommt. Bitte flinch jetzt nicht Mimigma. Bitte nicht. Marcel kann das aber sehr gut. Ne, komm durch. Und Dunkelklaue mit den Sunstorm Damage von vorhin. Reicht. Boah, das macht ja gar nichts. Okay. Hat er den Mimigma Slot angegriffen oder den Relaxus Slot? In den Relaxus Slot. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Sollen wir versuchen zu Double Protecten? Der droppt jetzt sowieso einen Life Orb und der ist schneller als alles. Steinhagel wird halt Mimigma rausnehmen, I guess. Wir haben Feuerschlag in Hippomorba. Neue Fassade. Zeigen wir ihn die? Zeigen wir ihn den Feuerschlag oder zeigen wir ihn die Fassade? Wir zeigen ihn die Fassade. Mimigma muss drin bleiben und Dunkelcloud Lilo nochmal. Young Heiji wehrt die Attacke ab. Was? Viel zu wild, viel zu wild. Und der droppt jetzt an dem. Ich weiß nicht, wer da den Kill kriegt. Das muss Marcel selber sagen. Oh mein Gott, und Young Heiji doch noch mit einem Kill. Ich dachte, da macht in dem Match keinen Kill. Aber, ja, nice. Fassade geht ins Leere. Boah, stell dir vor, ich hätte gecursed. Aber ich kann hier ja unmöglich den... Er flincht. Ich kann hier unmöglich den Miss-Callen. Das wäre ein bisschen zu High-Meter, das. Aber jetzt können wir beide Monster noch hart intimidaten. Und haben noch die Dynamax offen. Da sind wir drin. Und haben ein plus 1 Relaxo am Feld. Rollins ist... Der. Perfekt. Und Marvel! Ehrenmann, Ehrenmann. Vorschlag auf den. Double Wing Beat. Dann einmal Protect, dann gehen wir auf Double Wing Beat. Das ist noch nicht gewonnen, das Match.
Aber Galoppa sieht gut aus. Weil er Galoppa halt auch nicht mit der Ground Attack angreifen kann nächste Runde. Weil wir den Air Balloon haben. Almighty Air Balloon Galoppa. Boah, wenn die Taktik aufgeht. Ich freue mich wie ein Ich freue mich dann wie ein Hai im Hawaii. Doppelflügel ist ein schneller Swampert. Das ist guter Damage. Sehr gut. Chip Damage ist Chip Damage. Der gibt für Siede Wasser auf Snorlax. Obwohl er die Fassade gibt. Also, er hat die Fassade ja gar nicht gesehen. Lul. T-Bolt auf. Ja, okay. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ich werde. Jolly Jumper. Dynamax gegen die. Oh, ich kann einfach Dings drücken. Erdbeben, ne? True. Er wird Dynamaxen, gehen für Dynabrand in den Slot und drücken Erdbeben, weil wir noch den Ballon haben. Nein! Er hat Flink! Marcel, Alter, du bist so ein... Aber was hat er? Er hat nur den Water Move, oder? Was Schlimmeres kann nicht kommen. Was Schlimmeres kann nicht kommen. Walla Habibi. Alter, das machst du nicht mit mir. Du machst du nicht solche Shenanigans mit mir. Wie dreist einfach. Wie, aber er hat die Rindleberry zumindest nicht. Das sind gute Infos. Schutzschild hier. Okay. Und jetzt ist meine Erbelung gepoppt. Was? Aber wir sollten das trotzdem gewinnen, glaube ich. Jetzt geht die... Wenn Mance jetzt selbst Galoppa rausnimmt. Oh, zwei freaking HP. Wenn die Flinkklaue nochmal triggert, ich sag's dir, Alter, ich sag's dir. Alter, was war das für ein dummer Turn? Das ist so, wenn man gegen Marcel spielt, ich krieg die Krise bei dem Kerl ab und zu. Double Protect fehlgeschlagen. Galoppa mit einem Kill. Nice Einstand von meinem Jungen hier. Und Double Flügel sollte der Kill für unser Signature sein. Oder? Ja, sollte reichen. Nice. Okay, Game 1 gewonnen. Sehr gut. Galoppa hat Work gemacht. Freaking Flinkklaue. Das ist doch nicht sein Ernst. Das kann ja nicht sein Ernst sein hier. Das war schon wieder viel zu viel Randomness auf einmal. Nicht ausgewählt. So. Hat aber gut funktioniert. Er hat Schnüffler auf seinem Hypomorpha. Ich glaube, das kann aber auch auswegslos haben. Aber ja, wieder einen Punkt gemacht. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir haben jetzt zwei Chancen, den zweiten Punkt klar zu machen. Ich überlege mit Dynamax, mit Minima zu Dynamaxen. Und Mansnotot, oder mit Mansnotot zu Dynamaxen. Also Minima ist ein Stable hier. Mansnotot covert halt auch so viele Leads von ihm. Bleiben wir beim gleichen Squad, ist die Frage. Ich würde einfach sagen, ja. Weil Relaxo nach einem Curse halt auch threatening ist, wenn er nicht gerade den Drop kriegt. Wir bleiben wieder auch bei Öla Paloma. Bei Jolly Jumper. Mir fallen halt wenig Leads von ihm ein, die das punishen können. Potenziell. Ja, nicht mal wenn er mit Magneson leadet, ist das gut für ihn, weil wir dann einfach EQ drücken können. Ja, wir versuchen es nochmal gleich und je nachdem wie er jetzt adaptiert, können wir in Game 3 adaptieren, sollte es dazu kommen, was ich aber nicht hoffe. Alter, Flinkklaue. Einfach Flink. Weißt du, den Ally-Switch, Marcel? Da habe ich keine Probleme. Aber mich zu Flink klauen, das ist anders dreist. Anders dreist, Mann. Man Flink klaut nicht den Hai im Hawaii-Hemd. Was ist denn hier los mit dir, Marcel? Was ist denn los mit dir? Und Marcel, Garrett, und... Okay, er liegt auch gleich. Das ist gut für uns.
Das ist gut für uns. Der hat für einen Rockslide gedrückt. Ganz wild. Und ich glaube, wir callen jetzt den Ally Switch und Willow in den Hypomorva-Slot. Drachen tanzen? Ja, wieso nicht, schätze ich mal, oder? Wir hätten auch potenziell Protecten, aber mit Drachen tanzen mal. Please drück Ally Switch. Please drück Ally Switch. Ally Switch und Dynamax oder. Am besten wäre Ally Switch und normaler Rock Slide. Raus hier, okay. Roland, sie sehen mir Roland, they haten. Mogelhieb, okay. Okay. Das ist eine gute Frage, wie handhaben wir das jetzt? Drückt jetzt hier wieder Ally Switch? Ich call's mal. Ich mach hier von Intimidate aufsparen. Wobei er scheint ein spezielles Swampex zu sein. Könnte es Spex sein? Nee, er ist ja Flinkklaue. Ja, aber spezielles. Wahrscheinlich Modest oder sowas. Jawohl, wir können mit Dings Dynamax und der hat den Max Bloom. Ich glaube, Max Bloom heißt die Grasattacke. Nicht gesehen. Das heißt, ich könnte ihn noch bei Würzin überraschen. Keine Ahnung. Aber er hat nicht gedynamaxed, wie auch nicht. Aber ich glaube, jetzt wird sein Swampert dynamaxen, würde ich behaupten, oder? Please, Ally Switch hier. Please. Nein! Marcel, du! Da geht eine für Fossilwasser auf. Mima. Ja. Okay. Wie kann ich es ändern? Auch in dem Mima-Slot? Auch in dem Mima-Slot. Wild, Hasenwild. So, ich glaube, jetzt wird er aber Ally switchen. Soll ich es punishen? Einmal noch, komm. Wir versuchen es noch einmal. Cursen hier. Wobei, es bringt ja gar nichts hier zu Willow. Weil der ist eh speziell. Oh, nehme ich. Ja. Gott liebt die Geduldigen. Intimidate, damit kann ich leben. Südwasser ist. Ah ja, Flinkklaue, okay. Burn mich, habe ich auch kein Problem damit. Ich habe die Fassade. Yes, Mann. Danke. Willow kommt. Und wir gehen jetzt wieder immens und holen die Intimidate auch raus. Ja, der Gute weiß ja nicht, dass wir Fassade spielen, weil er uns geflincht hat in der Hinrunde, in Kampf 1. Beide sparen sich die Dynamax auf. Sehr, sehr spannend. Ja, wir wollen wieder mit Galoppa Dynamaxen zu 99%. Maybe mit Salamence, auch nachdem wir den jetzt hier in den Rockslide werfen. Schauen wir mal. Ich glaube, wir fokussen auf Lando einfach. Immense Not Hot und fassadisieren den erstmal. Mit Life Orb Damage und Burn ist das schon ein guter Chip, den wir den hier mitgeben. Wir müssen auf plus 1 Death. So, Relaxo sollte eigentlich überhaupt kein Damage von denen kriegen können, sollen. Außer Flinches wäre so das Schlimmste, was er uns hier an den Kopf schmeißen kann. Kann Swampert Focus Blast? Jetzt for real. Das ist so eine Frage, die ich mir nie gestellt habe, wenn ich ehrlich bin.
Swampert. Schwerttanz, irgendwie ist okay. Das Schlimmste wäre, wenn das Gold in den Enigma-Slot drückt. Okay, aber es gibt mir den Boost. Den Boost. Okay, Weakness Policy ist scharf. Okay, jetzt gehen wir für die Attacks. Jetzt gehen wir für die Attacks. Sardis will auch guten Damage hier machen. Sehr schön. Und Lando ist eigentlich keine Bedrohung. Oh, bei Lando ist eine Bedrohung, ne? Ist Dynar Wall mein Play? Dynar Wall? Jetzt muss einer in die Gänge kommen. Reicht bloß zu dem Erdstoß auf den aus. Weil dann würde ich einfach Dynamax traden. Dann hat er noch Hypomorba. Galoppa sollte sich um Garrett kümmern können. So, Focus Blast. Einfach mal schauen, ob du es kannst. Könnte Focus Blast haben, aber hat es nicht gedrückt. VGC, schauen wir doch schnell nach. Validate. Swampert. Der könnte Focus Blast haben. Wir könnten auch unsere Speed Death boosten, aber ich glaube, dann nehmen wir das Safe nicht raus. Dynadüse reicht ja, glaube ich, nicht. Hat der Ice Beam noch im Set? Das ist die andere Frage. Schauen wir mal. Ich glaube, er wird auch Dynamaxen, oder? Wir müssen denken, wir sind in der Dynamax. Wir leben. Also, wenn er einen Ice Beam hat, ist Kacke. Wir haben gesehen, das Gold. Haben wir sonst was in Game 1 gesehen? Ich glaube nicht. Komm, wir müssen aber auch einfach mal das Maskottchen Dynamaxen hier. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Am plus 2 Stab sollte schon gut Damage drücken. Der Dynamax auch. Wegen Swampert oder. Oder Lando ist die Frage. Lando stirbt jetzt auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht, dass der Lando gedynamaxed hat, oder? Ja, Swampert. War auch die wesentlich bessere Entscheidung. War auch die wesentlich bessere Entscheidung. Aber gut, wir nehmen Lando also raus. Mit Man's Not Hard. Außer Protected sogar, das wird auch sein. Ne, macht er nicht. Okay. Der ist gone. For good. Dann hätte ich mir doch gewünscht, Swampert angegriffen zu haben. Vor allem, wenn er... Wenn er... Ja, das war dumm, weil ich brauche eigentlich einen Solar Blick gegen Swampert. Wenn die S-Attacke hat, er noch was, der. Das ist schlecht. Das ist in der Tat schlecht. Sollte für Mains reichen, ja. Okay. Okay, okay. Aber wir sind ziemlich speedy. Und Snorlax hat noch alle HP, glaube ich. Oder noch sehr viele. Snorlax ist eine Bedrohung für ihn. Mit Fire Punch sollten wir auch guten Damage auf Dings machen können. Ah, Snorlax, du Gott! Das ist super solider Damage. Ja, Snorlax ist fast voll. Wir gehen wieder in Enigma, würde ich sagen. Enigma und... Jolly Jumper heben wir das nochmal auf. Ja, Dynamax Swampert. Das, ich hätte das in Account nehmen sollen, dass er nicht mit einem geburnten... mit einem gebrannten Lando Dynamaxen wird. Hätte mir klar sein sollen. Gehen wir für Dunkelklaue und Fassade. Cursen wir einmal. Nehmen wir, wir fokussen einfach den und wenn er Seiten tauscht, dann ist es halt so. Dann kriegen wir trotzdem, dann nehmen wir Lilo raus. Okay, geht für Mogelhieb. Das habe ich nicht in Account genommen. Aber Dunkelklaue kommt. Kein Crit leider. Dünger Flut. Ja, wir hätten Galoppa Dynamaxen sollen auf jeden Fall. Wir hätten uns die Dynamax aufspannen sollen. Wir hätten einfach Doppelflügel drücken sollen. Das wäre eigentlich unser bester Play gewesen. Und dann hätten wir hier jetzt Galoppa reingekommen, hätte Solar Blade gedrückt. Ja. Snorlax muss das jetzt reißen. Wir haben halt keine guten Moves mit Jolly Jumper jetzt. Nur Schlagbohrer auf Lilo drücken.
Oder auf ihn, maybe. Und protecten einmal mit Snorlax oder cursen wir einmal. Protecten. Okay. Schade. Fake out, zweimal nicht bedacht. Aber ich glaube, die vier Monster, die wir haben, sind trotzdem die winning vier Monster. Das einzige, was wir müssen, ist Galoppa zu deinem Maxen. Ja, kriegst du Flinkklaue? Das ist sogar schlecht. Das ist sogar schlecht, Mann. Was hat Flinkklaue für eine Chance? 20%, glaube ich, oder? Quickklaw. Ja. Geht auf Jolichamper, nimmt den hier raus. Aber es ist auch gut für uns. Er hat jetzt keinen Damage auf Relaxo bekommen. Heilwoge kann er machen. Das ist für mich jetzt okay. Solange er den Damage Output nicht pumpt von Swampert, bin ich da eigentlich ganz cool mit. Und der ist zumindest geburnt, kriegt immer wieder Chip Damage. Ich würde gern wissen, ob zwei Fassaden ausreichen. Oder mit Gino auf Lilo. Ja. Lilo, wenn Lilo nur Heilwoge drückt, dann ist es kein Threat, würde ich sagen. Michi Häuptl against the world, baby. Die ist noch nicht verloren in meinen Augen. Da geht noch was, glaube ich. Erdkräfte nur. Warum geht er nicht? Ist Erdkräfte stärker als Gold? Genau. Das macht er nicht, solange er keinen Drop kriegt. Ach, Double Focus hier leider. Immer die doppelte Chance auf den Fassade tötet. Okay, er wird jetzt Heilwoge drücken, oder? Er wird jetzt Heilwoge drücken. Das heißt, Protect wird hier absolut nicht unser Play. Wenn ich eine garantierte Fassade reicht. Die Fassade drücken einfach auf Humorba. Aber ich glaube, im Regen wäre doch Scald besser, Marcel. Aber ja, mach. Tu, was du nicht lassen kannst. Siedewasser kommt. Ja, jetzt hat das gecheckt. Sehr schön. Die Häuptler, aber nimm mich hier noch einen Kill mit, wenigstens. Jupp, predicted. Das haben wir predicted. Und komm, Michi Häuptl, hol wenigstens noch einen Kill hier. Das wäre schon alles, was ich haben will. Okay, der ist super bulky. Gut, wissen wir das. Hat Fassade auf Swampert gereicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, das ist Schachmatt. Fassaden hier nochmal rein. Heilwoge, Fake Out, Psychic Seitentausch. Der hat kein Protect auf Hippomorba und hat kein Trick Room auf Hippomorba. Wir könnten auch Full Trick Room gehen. Die Monster, die er gezeigt hat, wäre Kokowai halt auch gar nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin, ne? Aber wir können halt auch mit unseren anderen Monstern gewinnen. So, nehmen wir das schon funktioniert hat, oder riskieren wir dick was? Mit denselben Regen spielen. Ich glaube, wir riskieren nichts, weil ich habe lieber den Speed Advantage ohne Trick Room, weil da muss ich keine ganze Runde vergeuden, um meinen Plan umzusetzen. Wir liegen wieder gleich, nehmen der gleichen Monster mit, nur sparen uns die Dynamax für Galoppa auf, weil Galoppa sollte das eigentlich rocken können. Let's go. Ich will nichts Fancyes probieren, wenn ich ehrlich bin. Bartkämpfe für Marcel. Boah, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, weil er auswählt.
So. Perfekt. So, Marcel, jetzt kannst du da, jetzt, Moment, ich mache hier auf groß. Moment, ich brauche so ein, oder so, ich brauche für Marcel ein Bild, das sie einrahmen kann, so. Oder das. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Soll ich mich mal selber auf Thumbnail packen? Muss auch sagen, ich sehe ein bisschen aus wie Bud Spencer, wo er als Baby verkleidet ist, so mit diesen die Zähne. Sollte eigentlich nach unten gehen. Bin ich eigentlich der größte Idiot auf dieser Welt? Rhetorische Frage. Okay, er liebt mit Swamperino. Swamperino. Wop, wop, bo. Das heißt Willow Wisp in Lando und wir gehen hard in Snorlax. Relax. So, genug Autismus. Willow. Jäupel. Oh. Garrett kommt raus. Und Super Morba. Hau dir dann auch, hau dir dann auch. Okay, die fokussen wir jetzt aber, glaube ich. Weil die hat einen nasty Pro Fake-Out am Start, das dürfen wir nicht vergessen. Licht kommt und zieht Wasser in Mimigma, würde ich tippen. Antikkraft. Ja, es wäre typisch Marcel, hier die Boost abstauben zu wollen. Sehe ich den the reason behind it, wenn ich ehrlich bin, ja. Kriegt die Boosts aber nicht. Ich glaube, wir attackieren einfach hart dieses dumme Lilo, bevor es uns weiter nervt. Und Schutzschilden hier einmal. Zum Fake Out, damit er hier kein Free Attack reinkriegt. Ich glaube zwar eher, dass er trotzdem Relaxo nicht fokussen wird, sondern eher auf Mimigma gehen wird, aber naja, ich nehme mal auch. Klaue. Du nicht. Ah, wunderbar. Das hat ja gut funktioniert. Oh, das hat auch gut funktioniert. Danke, Fortuna, my girl. Fortuna is my girl. Fortuna is my girl. Wir bleiben drauf. Selbst wenn er Ally switcht, nehmen wir den Damage auf Snorlax, würde ich sagen. Auf Swampert. Und hier können wir in Ruhe cursen. Ja, der Turn war jetzt nicht so, wie Marcelin sich erwünscht hat. Aber der Crit war mal überfällig, sind wir ehrlich. Schau, wie oft seine Flinkklau getriggert ist und was haben wir von der erhöhten Crit-Chance gehabt? Nothing. Okay, switcht irgendwas rein. McGarrett. Gerne, gerne. Gerne, gerne. Dynamax der? Nope. Hier kriegen wir ein bisschen Damage drauf. Nehmen wir. Ich glaube nicht, dass uns Gold ausnocken kann. Geht aber eher auf Snorlax. Kein Burn, wir cursen. Er muss eigentlich fast wieder raus. Er kann SD drücken, schätze ich mal. Ist das sein Play, den er vorhat? Ich überlege gerade, ob wir nicht nochmal cursen wollen. Willow ist Curse. Auf plus 2 macht ihn Lando gar nichts mehr, glaube ich. Vor allem nicht, wenn Menz da nochmal reinkommt. Okay. Hat er gut gemacht. Okay. Habe ich gesehen, die Line, dass er das machen könnte. Aber wenn Lando nicht angreift, ist er nicht bedrohlich. Und ich habe jetzt nicht wirklich Angst, dass Swampert am Feld. Er kann jetzt aber natürlich mit Mimigma rausnehmen, das ist klar. Mit Antikraft. Das ist so frech. Du bist so frech, Marcel, Alter. Okay. Relaxo so boosted up.
Und gehen wir mit beiden in den Slot hier. Ich gehe auf jeden Fall in den Hippomorba-Slot mit Relaxo. Und ich überlege gerade, ob ich hier nicht mal rausgehen will mit Mimigma, um den mal zu resetten. Aber wenn er hier Ice Beam auf Mimigma drückt oder Antikkraft, ist mir das eigentlich zu heiß, wenn ich ehrlich bin. Dann ist mir das eigentlich zu heiß. Wir versuchen Snorlax, sage ich, Swampert zu critten. Ich könnte noch einmal mit Relaxo Protect, no, wait up. Das wäre eine Line, die ich sehen würde. Ich glaube hier. Weil wird er wieder rausgehen und den Teammate schaffen. Wir könnten auch einfach nochmal cursen, oder? Sehe ich da was falsch? Ist das zu greedy? Es gibt kein zu greedy. Her mit dem Spritzwein. Oh. Ich vergaß. Aber ist okay. Mimikyu mit einem Kill. Young Heiichi wäre stolz. Und ja, Protect haben wir offen, falls er jetzt wieder in die Dynamax-Runden geht. Und er kann kein dummes, er hat die Boost Gott sei Dank nicht bekommen, er kann kein dummes Fake-Out-Shuffle mehr machen. Relaxo ist voll und auf plus 2. Okay, Marcel, ich bin gespannt, wie du den umspielen willst jetzt. Und wir haben noch Galoppa in der Berg. Galoppa muss gedynamaxed werden, der ist unsere Wincon hier. Vor allem mit Solar Blade dann. Ich meine, er wird die Attacke auf dem Schirm haben, aber wir wissen, dass er keine Window Berry hat. Okay, der kommt rein, das ist in Ordnung. Wollen wir Constitutional Damage hier haben? Ich glaube, wir Double Focusen den einfach. Wir haben keinen Respekt vor Swampert. Klaue. Schade. Wenn es lange auf Relaxo gegangen ist, ist in Ordnung. Wenn er nicht auf Relaxo geht, ist... Ja, okay. Jetzt Burn wäre ein bisschen suboptimal, aber kriegt kein Burn. Okay, wir machen hier ein bisschen Chip Damage. Das ist guter Schaden. Wir sind auf plus 1 mit Relaxo. Eisenabwehr. Umso besser, dass wir den gefokust haben. Umso besser, dass wir den gefokust haben. Holy moly. Der wird Body Press haben, ne? Der Kollege. Dunkelklaue und... Wir sind auf plus 2 Death, ne? Drück nochmal Feuerschlag. Egal. Wir müssen Galoppa dann for free reinkriegen mit Mimigma. Können wir mit Mimigma auch Willow drücken, dann bleibt es am Feld. Aber das muss er eigentlich konzentrieren und nicht wir. Und ja, Magnetzone scheint mehr SD zu sein. Wir müssen den Damage reinkriegen, bevor er unzerstörbar wird. Dynamax. Wen? Mangelzone? Nein, Swampert wieder, oder? Da wollen wir dich nämlich haben, Marcel. Und es darf nur nicht die Flinkklaue triggern, wenn der Regen draußen ist und Galoppa. Das wäre das Fatalste. Wenn das passiert, dann hat er halt uns bambuselt des Todes. Wenn das nicht passiert, sollten wir jetzt hier aber die Upper Hedge haben. Okay, geht für Schutzschild, das war ein starker Play. Er darf jetzt auch nur nicht auf Relaxo gegangen sein. Please no, please no. Ja, Flut auf, komm, geh auf Mimigma, geh auf Mimigma. Sein Ehrenmann. Ich darf mich hier heute. Mann! Oh, das ist nervenzerreibend. Okay. Ich würde sagen. Brauchen wir Chip Damage auf den? Ich glaube nie im Leben, ne? Wir Dunkelklauen hier rein, versuchen zu critten und Schutzschilden hier. Leftover Recovery. Und bisschen Dynamax Doll. Sind jetzt zwei Runden Dynamax ahead. Das kann ein gewaltiger Vorteil sein. Mm-hmm.
Protect kommt. Und vor Body Press, bin ich ehrlich. Control kommt, vielleicht ein Crit. Wäre lässig. Nee, das war kein Crit. Okay, Anheji droppt aber hier perfekt. Ja, Flut kommt nochmal. Boah, die Flink Cloud darf hier nur nicht triggern. Ich sag, kommt jetzt Body Press. Ich denke, ja, oder? Ja. Den haben wir kommen sehen. Wenn die Flink Cloud triggert, bin ich richtig am Arsch, oder? Aber so richtig am Arsch. Richtig, richtig am Arsch. Ja, 20% für Marcel das zu gewinnen. Wobei danach ist Dynamax vorbei, dann haben wir immer noch ein Mens, aber es wäre halt sad, wenn unser Dynamax mal so dumm droppt. Und I guess Fluch. Ja. Keine Quick Claw, bitte. Bitte keine Quick Claw. Bitte keine Quick Claw, 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 komm! Mach's nicht so spät. Boah, mein Herz, Alter. Quick Claw wäre schon getriggert, oder? Das sollte den aus dem Leben bambuseln, oder? Oh, Magic, der lebt! Oh, scheiße! Ich dachte, das reicht safe! Ich dachte, das reicht safe! Ja, ist okay. Ist okay, wir haben den Damage, den wir brauchen, und danach ist er wieder normal. Ein normales Swampert, den wir jetzt mit Düner-Dings rausnehmen können, und... Oh, Bayer! Wird nochmal kritisch. Ich dachte, das reicht halt safe. Bin ich ehrlich mit euch? Ich habe Swampert underestimated, EF. Aber er hat jetzt kein Dynamax mehr. Und das war worth. Der Damage auf dem Vieh war es worth. Und Relaxo erholt sich jetzt richtig nice mit den Leftovers und Grassy Terrain. Aber wir haben auch noch die Leftovers Numbers, Gott sei Dank. Der schmeckt. Jetzt können wir einmal für Free Protecten. Sogar können wir jetzt nach Tod gehen. Und ja, Erdbeam ist jetzt ein bisschen abgeschwächt. Der Power Herb gebraucht wäre vielleicht geiler gewesen. Hätte ich jetzt noch den Dynamax auf Dings gehabt. Aber ist okay. Der ist jetzt normal. Der ist jetzt super vulnerable zu allem, ne? Was hat Relaxo für Stats gerade? Plus 2 Attack. Schutzschild hier. Fassade auf Rollins. Marvel geht raus. Okay, nehme ich. Das ist super. Ich glaube, Marcel hat vergessen, dass er auf plus 2 Death ist und dass da ein Grassy Field draußen ist. Sonst kann ich ihn, weil nur für Intimidate Shuffle finde ich den Play jetzt überhaupt nicht worth. Don't get me wrong, Eisstrahl kommt. Mhm. Und Fassade plus 1, komm. Please. Snorlax, yes. Da sind wir drin. Da sind wir jetzt drin. Er kann nicht mehr Intimidate Shuffeln und Relaxo ist auf plus 3 Death. Ich glaube, der Junge holt das heim. Und ich glaube, wir fokussen jetzt auch einfach Magneson. Rücken EQ. Und Fire Punch. Beides abgeschwächt leider, aber ja, das ist glaube ich hier der Play. Please, no Protect hier. Boah, ist das eine Serie. Aber der Kill von Michi Häupl, der war so key auf Swampert, der war so key. Und dass er seinen plus 2 Magneson rausgepackt hat, war auch key. Weil jetzt kriegt er, trotz Grassy Terrain, sollte das guten Damage machen. Der EQ. Und es ist immer noch ein plus 1 Fire Punch, also neutraler Fire Punch im Regen. Also ich glaube, in Kombination sollte das reichen. Erdbeben kommt.
Galaxo. Er hat eine Schuka-Perle. Okay, nice. Macht das jetzt nichts. Aber macht auch auf mich heute nichts, to be fair. Geht für Schwertanz, okay. Sehr, sehr spannend, sehr spannend. T-Bolt auf. Den, ja, sehe ich. Boah, das macht gut Damage. Feuerschlag hier. Auch guter Damage. Hat aufgehört zu regnen, okay. Ich glaube, wir müssen Lando massiv pressuren gerade. Ich glaube, wir protecten einmal mit Snorlax, bin ich ehrlich. Mit Mens. Und versuchen, den rauszunehmen, oder? Nein, wir gehen mit Doublen. Wir doublen in den Slot. Das Fassal ist stärker als 70, 75, aber das ist Step. Wir doublen in den Slot rein. Mi gusta. Doppelflügel kommen. Boah, machen nothing. Nothing. Aber Chip Damage ist Chip Damage. Und da darf nur nicht Snorlax flinchen. Komm. Snorlax nimmt die ganz gut. Snorlax nimmt die ganz gut. Er darf hier nur nicht flinchen. Please not. Please not. Life Orb ist auch fein. Er kommt durch. Michi Häuptl kommt durch. Der Gott. Und schnappt sich hier den Kill. Das sollte Game sein. Feuerschlag auf Magnetzone. Und das ist dann, glaube ich, Game. Was ein Match hier. Alter. Feuerschlag to win. Para kann noch kommen. Es reicht, Mann! Es ist der Hai im Hawaii-Hemd, beliebt auf jeder Feier, weil er alle begeistert. Ja, genau, das ist seine Philosophie. Es ist der Hai im Hawaii-Hemd. Yes, Mann! Wir sind wieder da. Zwei Punkte gegen SwayTV AK Marcel, bei denen er jetzt aber auf jeden Fall vorbeischaut und Liebe von der Crew und von der Hawaii-Hemd-Gang hinterlasst. Boah. GG an Marcel. Küsse gehen raus. Sehr freakiges Best-of-Free-Shot bei allen anderen Teilnehmern vorbei, die gestern hochgeladen haben, denn dieser Kampf wird am Montag nachgetragen bei Marcel. Ging es wegen der Corona-Impfung not so nice. Und ja, dann nach mir verschieben wir lieber, bevor er tot spielt. Aber gegen den Hai ist es halt egal. Ich nehme verletzte Beute oder fitte Beute, weil ich bin hier der Alpha-Predator, Nahrungskette Numero Uno. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Haut da rein, macht's gut, euer Hüle. Servus.